Herzlich willkommen zur Präsentation der neuen Liebherr-Planierer bei BR726. Mein Name ist Hannes Lichtmannecker, ich bin der verantwortliche Produktmanager für diese Modellreihe. Die BR726 hat ein Einsatzgewicht von 17 bis 20 Tonnen, je nach Konfiguration, und verfügt über eine Motorleistung von 120 Kilowatt bzw. 163 PS. Wir haben eine ganze Reihe von Neuerungen in dieses Modell hineingepackt, um die Maschine noch effizienter zu machen und das Arbeiten für den Fahrer noch komfortabler zu gestalten. Die BR726 hat einen Dieselmotor aus dem Hause Liebherr. Dieser Motor erfüllt die Abgasstufe 4 bzw. Tier 4 Final. Die Abgasnachbehandlung erfolgt mittels SCR, also mittels AdBlue-Eindüsung, und kommt ohne Dieselpartikelfilter aus. Der Dieselmotor der BR726 verfügt über eine Funktion, die wir proaktive Leistungsanpassung nennen. Was bedeutet das? Wenn der Einsatz es erfordert, wird die Motorleistung automatisch kurzfristig angehoben. Dadurch hat die Maschine ein sehr dynamisches Durchzugs- und Schubverhalten. Andererseits kann der Fahrer für leichte bis mittelschwere Arbeiten den sogenannten Eco-Mode aktivieren. Dieser Modus senkt die Motordrehzahl etwas ab, dadurch arbeitet der Motor in einem noch effizienteren und kraftstoffsparenderen Bereich. Der Fahrer kann also auswählen zwischen maximaler Leistungsfähigkeit und höchster Kraftstoffeffizienz. Wie bei allen Liebherr-Planierraupen ist auch bei der BR726 der Antriebsstrang in hydrostatischer Bauart ausgeführt, mit allen damit verbundenen Vorteilen wie stufenlose Geschwindigkeitsregelung, unterbrechungsfreie Kraftübertragung auf beide Ketten und nicht zuletzt hohe Effizienz über den nahezu den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Ein weiterer Vorteil des hydrostatischen Antriebes ist die sehr einfache und intuitive Bedienbarkeit, mit der auch ungeübtere Fahrer sehr schnell gute Ergebnisse erzielen können. Das Laufwerk der BR726 wurde ebenfalls überarbeitet. Man sieht deutlich, dass der Duras größer geworden ist, es sind mehr Zähne im Eingriff, was das Verschleißverhalten nochmals deutlich verbessert. Die Endantriebe sind durch eine doppelte Gleitringdichtung geschützt, was sich über die Jahre als eine sehr bewährte Methode herausgestellt hat. Für sehr abrasive Einsätze steht optional ein Drehbuchsenlaufwerk zur Verfügung, welches die Standzeit nochmals deutlich verlängert. Je nach Bodenbeschaffenheit stehen unterschiedliche Laufwerksvarianten zur Verfügung. Einmal die schmale XL-Variante für eher härtere Böden, oder die breite LGB-Variante für wenig tragfähige Untergründe. Damit kann die BR726 optimal für den jeweiligen Einsatz konfiguriert werden. Beide Laufwerksvarianten XL und LGB haben einen sehr langen Radstand, um sehr gute Planiereigenschaften zu gewährleisten. Diese Maschine ist mit einem 6-Wege-Schild ausgerüstet, was in dieser Geräteklasse bei weitem die häufigste Variante darstellt. Wahlweise kann das 6-Wege-Schild mit Klappecken ausgestattet werden. Wenn diese Option gewählt ist, dann ist die BR726 auch in der breitesten Laufwerksvariante auf eine Transportbreite von nur 3 Metern zu bringen. Falls das Bewegen großer Materialmengen im Vordergrund steht, sind wahlweise auch Schilder mit außenliegendem Schubrahmen erhältlich, also ein Brustschild und ein Semi-U-Schild. Besonders wichtig in der Kompaktklasse sind automatische Maschinensteuerungen. Hier bietet Liebherr werkseitig installierte Forest-Kits an, und zwar für Systeme verschiedener Hersteller, um dem Kunden größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Diese Kits sind so konzipiert, dass darauf wahlweise 2D- oder 3D-Steuerungen eines Herstellers verwendet werden können. Der Kunde kann also auf ein und derselben Maschine zum Beispiel mit einer Lasersteuerung fahren und beim nächsten Projekt eine GPS-Steuerung installieren. Schauen wir uns nun die Kabine der BR726 etwas genauer an. Wie man schon von außen sieht, wurde diese im Vergleich zum Vorgängermodell komplett neu gestaltet. Besonders hoher Wert wurde dabei auf sehr gute Sichtverhältnisse gelegt. Die Glasflächen wurden deutlich vergrößert, besonders die Türverglasung ist breiter und wurde noch mehr in Richtung Mitte gezogen, um dem Fahrer eine wirklich sehr gute Sicht auf die Ausrüstung zu geben. Parallel dazu wurde das Abgasrohr vom Fahrer aus gesehen hinter der A-Säule positioniert, womit eine völlig ungehinderte Sicht durch die Frontscheibe nach vorne möglich ist. All das erhöht die Produktivität der Maschine und auch die Sicherheit auf der Baustelle. Die Joysticks wurden völlig überarbeitet und bieten dem Fahrer eine sehr entspannte und ermüdungsfreie Handhaltung. Für Fahrer, die gerne mit einem Pedal arbeiten, gibt es ein Inch-Pedal mit integrierter Bremsfunktion.
Ein luftgefederter Fahrersitz mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten sowie eine Klimaanlage sind serienmäßig, wobei der Sitz mit einem Kontaktschalter ausgestattet ist, der die Maschine bei Verlassen der Kabine automatisch deaktiviert. Radio und Bedienelemente sind leicht erreichbar und geschützt vor Schmutz im Kabinenhimmel angeordnet. Ein gekühltes Staufach hält Getränke und Verpflegung des Fahrers während des ganzen Tages frisch. Das Display erlaubt es dem Fahrer, die Maschine exakt auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Beispielsweise kann er das Ansprechverhalten des Fahrantriebes ändern, er kann den Eco-Mode aktivieren oder er kann den Modus des Inchpedales einstellen. Die Punkte, die der Fahrer beim täglichen Check am Motor kontrolliert, sind leicht erreichbar auf einer Seite angeordnet. Zum Beispiel der Ölmessstab, das Schauglas für das Kühlwasser, die Dieselfilter und der Luftfilter. Die Schmierstelle für die Pendelbrücke ist ebenfalls gut zugänglich. Für sehr staubintensive Einsätze ist ein schwenkbarer Lüfter erhältlich, der zur leichten Reinigung des Kühlers sehr einfach herausgeschwenkt werden kann. Um die Servicekosten für den Kunden gering zu halten, wurden die Wartungsintervalle des Dieselmotors verlängert und betragen nun 2000 Betriebsstunden. Das hydraulische Öl kann bei entsprechenden Ölanalysen sogar bis zu 8000 Betriebsstunden verwendet werden. Das Liebherr Flottenmanagementsystem LIDAT ist auch in der BASIM 26 serienmäßig verbaut und liefert umfassende Informationen zum Betrieb der Maschine. Damit kann eine wirtschaftliche Verwaltung und Überwachung des Fuhrparks erfolgen, sowie die Einsatz- und Wartungsplanung optimiert werden. Selbstverständlich gibt es auch für die BASIM 26 die bekannte Powerline-Garantie sowie weitere maßgeschneiderte Zusatzgarantien und Serviceverträge. Damit wären wir am Ende unseres Rundgangs angelangt. Fassen wir die Highlights der BASIM 26 nochmals kurz zusammen. Hohe Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, gepaart mit hohem Komfort für den Fahrer und einem optimalen Servicezugang für das Wartungspersonal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit der Liebherr Planierraupe BA 726.